Was geht ab? Meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video. Freunde, wir geben uns natürlich noch das neue Video von Sascha, Leute. Ja, Katzenfleisch heißt es. Es ist 10 Minuten lang. Ich weiß nicht, wir werden vielleicht ab der Hälfte wieder nur einen Ventilator zu sehen bekommen. Ich weiß noch nicht genau, Leute, ja. Ich weiß noch nicht, was es für ein Video ist. Aber ich habe schon im Vorschaubild gesehen. Ihr wisst ja, Freunde, wenn wir mal reinschauen, man hat ja immer hier dieses, wenn man auf dem Video rüberhabert, das. Da war auf jeden Fall Gewitter am Kopf zu sehen, ja. Die beiden von dem Gewitter am Kopf. Tim und Jan sind also mit am Start. Zwei sehr sympathische Dudes. Ich war einmal mit den Feiern und die sind wirklich so, keine Ahnung, zwei Herzensmenschen einfach. Sehr korrekt auf jeden Fall, beide sehr lustig und sympathisch. Und wir werden jetzt sehen, was die hier gespielt haben. Vielleicht so eine Ja-Nein-Nicht-Challenge oder so ein anderes Wort für Challenge. Ich bin auf jeden Fall gespannt, Freunde, und ich würde sagen, wir schauen zusammen rein. 1,2 Millionen Aufrufe. Über die Bewertung braucht man nicht reden. Sascha rasiert gerade, Leute. Link zum Original ist oben in der Beschreibung. Und falls ihr meine anderen unsympathischen Reaktionen noch nicht gesehen habt, oben im i findet ihr einige, die ihr euch gerne geben könnt. Gut, genug gelabert, Leute. Wir hören rein. Let's go. Heute ist es soweit. Heute drehen wir eine Ja-Nein-Nicht-Challenge. Ah. Heute noch mit dem Wort Ich bin heute mal wieder nicht allein, sondern mit. Hi, ich bin Rob. Rob ist sogar auch dabei. Hallo, ich bin ein illegaler Einwanderer aus Russland. Ja, Leute, ich bin zu voll Gewitter gekommen. Ich würde sagen, wir fangen an. Let's go. Geil, Mann. Peter, du hast die Spielregeln verstanden? Natürlich. Du weißt, welche Wörter du heute nicht sagen darfst? Das weiß meine. Persönlichkeit. Meine Persönlichkeit weiß das. Legen wir los. Also, du willst meine Frage nicht mehr beantworten. Eher weniger. Okay, alles klar. Ey, okay, ja, ist auch so schwer. Frage an dich, du bist ja zum ersten Mal hier auf dem Kanal. Genau. Weißt du, welche Wörter du nicht sagen darfst? In der Tat. Tim, selbe Frage an dich. Okay, Jan, bist jetzt ganz solide. Hast du die Spielregeln verstanden? Absolut. Nein! Rob, schön, dass du da bist. Hi Sascha, grüß dich. Wie geht's dir? Mir geht es gut. Sicher? 100%. Das Haus, in dem du jetzt wohnst mit Kollegen, ist wirklich sehr, sehr schön. Also erstmal Gratulation an der Stelle. Dankeschön, dankeschön. Was ist jetzt hier noch so geplant? Ey, es muss so schwer sein. Ja. Ey! Was hältst du von Klischees? Ich darf bei sowas nie mitmachen. Ich würde direkt verkacken, Leute. Klischees. Klischees sind super. Also macht es jetzt gar nichts aus, ein paar Fragen über Russland zu beantworten? Über Russland Fragen zu beantworten, könnte meine Lieblingsbeschäftigung sein. Echt jetzt? Mhm. Ist eine super Sache. Okay, dann fangen wir gleich mal an. Okay. Oh, schade, Mann. Aber Dima ist so süß, Digga. Er hat so ein breites Lächeln. Warum sieht Dima mit 40 so aus wie 12? Ja, das frage ich mich auch. Alter. Wo sind wir heute? Wir sind in Köln bei Rob daheim im neuen Haus. Und wie findest du es hier? Mir persönlich gefällt es sehr gut. Oh, okay. Es ist sehr groß hier. Ja. Ein sehr schönes Haus. Könntest du dir auch vorstellen, hier zu wohnen? Man kann es hier sehr gut aushalten. Also... Echt so schwer. So mein Fuck. Triggert dich jetzt quasi schon eins von den Wörtern, dass du sagst, es könnte sein, dass Gisela ja, nein, nicht oder ich sagt? Das ist gut möglich. Ja, nein, nicht! Peter, wie geht's denn dir heute? Sehr gut. Was hat dir bis jetzt heute am meisten... Och Mann, aber stark. Aber an sich so, hat er jetzt wirklich gefailt? Man weiß es nicht genau. Bis jetzt sagen wir, Gisela hat verkackt, aber Jan ist noch safe. Ja, nein, nicht! Peter, wie geht's denn dir heute? Sehr gut. Was hat dir bis jetzt heute am meisten gefallen? Wir haben hier heute Verstecke gespielt im Haus. Ach echt? Krass. Hey, so das Video müssen wir auch ansehen. Heimbauküche. Hat er nicht gefunden? Tim hat mich gefunden, aber hat es hier schon. Aber nicht als Erster, oder? Crispy Rock war der Erste. Sicher? Ganz sicher. Okay, alles klar. Ich bin leider ein Profi. Oh. Yo! Warum halte ich nicht einfach meine Fresse? Schwarzer Dresscode. Was war dein spannendstes Erlebnis in den letzten 14 Tagen? Das ist eine gute Frage, es passiert nicht zu viel. Okay. Bruder, ey, aber ich würde so komplett verlieren. Ich wäre der schlechteste Mensch da drin. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Wir waren gerade bei deinem Haus stehen geblieben. Anscheinend ist so viel geplant, dass du gar nicht mehr eine Antwort geben kannst. Wir haben vor zu renovieren. Ist wahrscheinlich ein großes Projekt, oder? Das wird auf jeden Fall die nächsten 2 Wochen brauchen. 2 Wochen? Ja. Immer, ich habe mir sagen lassen, Russland ist ein sehr großes Land. Sehr großes Stück Fläche. Stimmt schon. Dima hört sich so an, als ob er so, keine Ahnung, entweder einen Schlaganfall hatte oder sehr viel getrunken hat und sich so übel konzentrieren muss und so falsche Sätze einfach bildet. Dima, du wirkst ein bisschen verkrampft, alles gut bei dir? Etwas angespannt. Möglicherweise war der Kopf noch nicht. Erzähl doch mal, wie war die Fahrt hier nach Köln? Die Fahrt war super, wir hatten ein bisschen Verkehr, was relativ normal ist auf dem Weg nach Köln, aber true, ansonsten true. Kann ich mich... Okay, Jan, wenn du dich an ein Ereignis zurückerinnern musst, welches die letzten 2 Wochen geprägt hat. Was war es? Perfekt, danke dir. Tim, du meinst gerade, dass nicht so viel passiert. Das hatte ich auch ein bisschen aus der Bahn geworfen. Gibt es irgendein Ereignis dann in den letzten 6 Monaten, an welches du dich am meisten erinnerst? Ey, Tim, wir beide hatten eine schöne... Ne?
Wir haben ganz kurz getanzt, aber dann auch nicht mehr viel mehr miteinander geredet. Ja. Der Urlaub in Mallorca mit Jan. Mit Jan. Absolut. Ah, ja! Okay, Peter, lass uns doch auf eine kleine Reise gehen. Ja. Wenn du sagen müsstest... Bruder, Alter, Peter, Mann, er tut mir manchmal echt leid. Ist das so, was kochst du denn am liebsten? Kochst du lieber so einen Nachtisch oder bereitest du lieber einen Nachtisch vor oder ein Mittagessen? Ich glaube Mittagessen. Erzähl, wie war es auf Mallorca? Alter. Sehr schön, die Sonne war warm. Echt? Es ist sehr selten, dass die Sonne warm ist, ne? Also ja, in Deutschland schon. Ihr hattet echt Glück. Also bist du eher der Typ, der sagt, ich gehe lieber in Sommerurlaub als in Winterurlaub? Ja. Ach, ey, das ist so mein Fuck. Dima, bist du am Start? Dima, der gerade auf der Couch sitzt, ist voll am Start. Hast du dich gerade selber in der dritten Person genannt? Dima redet immer in der dritten Person von sich. Dima, lass uns mal über Klamotten reden. Tolle Sache, Klamotten sind voll... Dimas Fall, mein Fall. Es ist ganz stier. Ich habe gesehen, du hast die 2 Millionen Abonnenten geknackt. Willst du dich vielleicht bedanken und deinen Zuschauern? Danke. Mehr hast du nicht zu sagen? Ich glaube. Ich ist so Tim, wir sind schwer. Immer noch beim Thema Urlaub machen stehen geblieben. Okay. Ich würde noch ganz gern ein paar Dinge fragen, einfach über den Wintersport. Fährst du Ski? Überhaupt nicht. Nicht? Oh. Peter, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Wir wollen ja auf eine kleine Reise gehen. Wohin? Das frage ich dich jetzt. Was ist deine Lieblingsstadt? Stuttgart. Warum? Schöne Stadt. Kennst du die Stadt? Wunderbar. Klima 1A. Ha! Klima 1A. Ja. Tim war ja nicht so gesprächig, was Thema Urlaub angeht. Dementsprechend wollte ich dich fragen, kannst du vielleicht... Findest du, dass in jeden Kleiderschrank von einem Russen eine Adidas-Jacke rein muss? Ja, natürlich. Viele Leute sagen, dass in einen Kleiderschrank eine Adidas-Jacke reingehört. Dima, bitte das aufbestätigen. Okay, lass uns kurz eine Regel für dich einführen. Ab jetzt darfst du nicht mehr das Wort Dima benutzen. Sind wir cool damit? Okay. Okay, wir waren beim Thema Urlaub stehen geblieben. Dima war zu gut, er hat's outplayed, Alter, er hat's outplayed. Ayoka, wie fandest du's? Grandios, war super. Was hat dir am besten gefallen? Das Meer und die Katzen. Katzen? Da waren viele Katzen. Warum? Wem haben die gehört? Alles Streuner. Alles Streuner? Höchstwahrscheinlich. Katzenfleisch! Rob, wir sind ja beim Thema Mittagessen stehen geblieben. Katzenfleisch. Was bereitest du da sehr gerne vor? Ach, prinzipiell. Alles. Alles, was man essen kann. Katzenfleisch! Nee, ach, was koche ich so? Nee. Oh. Hattest du das Verlangen, eine Katze mitzunehmen nach Deutschland? Ah, durchaus. Du bist auch einer von der Sorte, du antwortest auch nur in einem Wort, oder? Das kommt darauf an. Wie ich meine Frage... Ey, Jan ist einfach der sympathischste Mensch, den es gibt für dich, Alter. Er ist einfach... Keiner ist so liebenswert, ne? Stell oder was? Hitzig! Hallo Sascha. Genau, das meine ich. Schön, dass du mal hier in Köln bist. Warst du schon mal in Köln? Köln ist eine Stadt, die ich... Oh nein! Tim, mir... Er hat so versucht, so richtig das umzugehen. Er hätte einfach sagen können, warst du schon mal in Köln, hätte er sagen können. In der Tat, als Beispiel, oder das ist richtig. Oder hätte einfach sagen können, positiv. Aber er hat sich für ich war schon mal hier entschieden. Mir fällt auf, du bist ziemlich kurz gebunden. Also immer, wenn ich dich irgendwas frage, ist es auch schon wieder schnell vorbei. Willst du noch über das Thema Sport reden? Ist eher weniger mein Fall. Machst du gar keinen Sport? Weniger. Nervt dich die Autofahrt hier? Die Autofahrt nach Köln ist jedes Mal sehr interessant. Die ist geprägt von sehr vielen Baustellen, die mich persönlich sehr glücklich machen. Peter, lass uns doch mal über Wassersport reden. Wassersport. Wassersport. Legen wir los. Wenn du jetzt an eine Wassersportart denken müsstest, welche wär's? Wasserball. Wasserball? Ist wie Fußball, nur im Wasser. Nur im Wasser. Okay. Wer denkt denn an Wasserball, Digga? Ja. Ist es nicht sogar bei der Olympia dabei? Was? Kann sein. Hast du schon mal einen Tor im Wasserball gesehen? Das ist möglich. Tor steht im Wasser. Es steht im Wasser. Fest verankert oder wie kann ich mir das vorstellen? Fest verankert, wie so ein... Ja. Wir sind hier ja in der Wohnung von Rob. Auch die Frage an dich, wie findest du die Wohnung? Das Haus, besser gesagt. Das Haus sieht super aus. Oh, es war sogar dabei. Ey, ja, extra Punkte. Kannst du dir vorstellen, Musik zu machen? Perfekt, danke dir. Dima, ich rede immer gerne über Urlaub. Wo warst du als letztes? Das letzte Mal waren wir zusammen mit ein paar Leuten. Auf Mallorca. Auch auf Mallorca, wie Tim und Jan. Ebenso, wie Tim und Jan auf Mallorca. Aber nicht gleichzeitig, oder? Teilweise waren da möglicherweise andere Deutsche dabei. Ich meine, aber ihr wartet... Tim und Jan konnte ich aber nicht entdecken. Nicht? Oh. Jetzt konzentriere ich mich. Welche okay. Tiere magst du am meisten? Giraffen, Mann. Jetzt kommt... Oh mein Gott. Rob tut mir manchmal auch leid, einfach möchte ihn retten. Warst du schon mal feiern? Den ein oder anderen Club hat man schon gesehen. Und wie hat es dir so gefallen? Das letzte Mal, als man im Club war, war mit
Pietro. Pietro. Urs Kleber. Und da war es ganz gut. Ich habe irgendwie das Gefühl, du hast echt keinen Bock auf mich oder generell auf das Video. Deine Antworten sehr kurz und jedes Mal falsch. Wir sind beim Thema Tiere stehen geblieben. Du meintest, dass du Giraffen am meisten magst. Ich frage dich jetzt, warum. Das sind einfach coole Tiere. Wegen ihrem langen Hals. Ich finde schon. Jetzt konzentriere ich mich. Ich komme ja immer noch leicht verarscht vor, weil niemand Bock hat, mit mir zu reden. Kann man nicht nachvollziehen. Nicht. Es tut mir echt leid, dass ich die Frage stellen muss. Kein Problem für mich. Trinkst du oft Wodka? Wodka soll ungesund sein. Für was? Für den Körper. Wo schade? Sagt man im Fernsehen. Würdest du selber auch behaupten? In meiner Familie sagt man, dass das für die Gesundheit und für das Leben und die Zukunft sehr gut sein soll. Alter, so ein langer Satz und kein Fehler. Empfehlung geht raus. Wo wollt ihr feiern? Den Namen vom Club, an den... War das auf den Ring? Es müsste auf den Ring gewesen sein. Warst du da schon häufiger? Durchaus, da war ich. Ah, ey, es Peter, tut so der weh. Der eine andere mag es nicht glauben, aber du bist nach Ski gefahren. Einmal, tatsächlich. Und man landet dich, glaube ich, auch den Kugelblitz auf der Piste, ne? Das stimmt. Warum? Weiß ich. Was? Weiß ich. Ah! Wenn du dein Leben lang nur noch eine Speise essen könntest, Grüße gehen da auch raus an Rob, welche wäre es? Eine Speise. Dann würde ich mich entscheiden für. Weiß nicht. Wahrscheinlich würde man sich für Lasagne entscheiden. Aber ich habe ja dich persönlich gefragt, warum man? Man selber. würde sich für Lasagne entscheiden. Man selber würde sich für Lasagne entscheiden. Also an der Stelle wirklich ist es auch die Eins in Deutsch. Rob, du magst ja Giraffen. Dementsprechend jetzt die Frage, magst du auch Nico? Eventuell. Ja, du kommst ja auch aus Bonn. Das stimmt. Findest du die Stadt schön? Die Stadt ist super schön. Wie gefällt dir allgemein eigentlich dieses Spiel so? Das ist ein Geschicklichkeitsspiel. Hast du da wahrscheinlich noch nicht so oft gespielt, oder? Ja! Thema Schule. Warst du so der Musterschüler? Eher weniger. Warum? Hast du mal öfters gefehlt oder waren die Noten nicht so gut? Oh, bei mir, Leute, Fehlzeit. Ich bin fast von der Schule geflogen wegen Fehlzeiten. Real Talk. Aber das muss ich mal irgendein Storytime machen, wenn das verjährt ist. Das darf ich noch nicht erzählen, glaube ich. Waren öfter... weniger zufriedenstellen. Für dich oder für deine Eltern? Eher für meine Eltern. Mhm. Oh, okay. Gab's oft mal Ärger daheim? Ich. Rob wollte ja nicht so viel über das Haus erzählen, vielleicht magst du ein bisschen mehr erzählen. Gar kein Problem, tolles Haus, es hat über 6 Zimmer. Möchte man gar nicht glauben. Ich weiß nicht, Peter, ob du es weißt, aber ein Thema fehlt uns noch. Ein Thema fehlt noch. Verabschiede mich dann. Hat mir Spaß gemacht. Dankeschön. Wir haben euch alle gefallen. Leute, das war's mit dem Video. Geiles Video, Mann. Ich habe Lust, wirklich mit mir zu reden. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich sehr über ein Abonnement. Ich hab dich gerade hier abonniert. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr sehr. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Falls ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr jetzt an der Stelle auf kostenfreier Lernbasis ein Abonnement da lassen. Danke. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Wenn es wieder heißt. Da hat jemand den Song ein bisschen zu ernst genommen, Freunde, ja? Gut, das war das Video, Freunde. Kleines, großes Mini-Fazit, was soll ich sagen? Ich würde bei so einer Challenge komplett verkacken und hätte nichts mehr mit meinem Leben anzufangen, ja? Ich wüsste nichts mehr, was ich machen soll, Freunde. Ich wäre einfach nicht mehr am Leben, denke ich. Deswegen, Freunde, heute ein bisschen späterer Upload, weil alles ein bisschen verschoben war. Sorry dafür. Aber die Videos kommen noch, wie ihr seht, ja? Ansonsten, Freunde, wie gesagt, danke fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Tag. Ich hoffe, ihr habt euch das Video genüsslich genießen können, ja? Lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Dann sehen wir uns bei einem weiteren Video, Freunde. Bleibt fresh, so wie immer. Und ciao.